Fleischmarkt. Wie entstand die Gier nach dem Tier? Fleisch ist für unsere Vorfahren äußerst wertvoll. Die energiereiche Nahrung gibt der Entwicklung zum Menschen erst den richtigen Schub. Das Gehirn wird immer größer, Strategien, Waffen, Werkzeuge immer besser. Zuerst essen die Vorfahren noch Aas, dann jagen sie Mammuts, Bären, Wildschweine. Und je reicher die Beute, desto größer werden die Gemeinschaften. Mit der Errichtung großer Städte entstehen Lokalschlachthäuser. Es bilden sich Gilden. Fleischer, Knochenhauer, Würstler und Selcher errichten Märkte. Dann die Industrialisierung. 1865 eröffnet in Chicago die erste Fleischfabrik, in der ganze Viehherden am Fließband geschlachtet und verarbeitet werden. Global wird die Fleischindustrie nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Konsum verdoppelt sich. Fleisch, ein Zeichen von Wohlstand, ist als Massenware günstig. 2019 wird das meiste Schweinefleisch aus der EU in alle Welt exportiert, vor allem aus Spanien und Deutschland. Beim Export von Rindfleisch sind Brasilien und Australien führend. EU und USA überfluten die Märkte auch mit billigem, weil subventionierten Importhühnern. Länder wie Ghana können nicht mithalten, stellen die heimische Hühnerproduktion weitgehend ein. Woher das Fleisch im Supermarkt stammt, ist oft nicht mehr nachvollziehbar. Gezüchtet, gemästet, geschlachtet, verarbeitet, wird in verschiedenen Ländern immer da, wo es am billigsten ist. Tierwohl spielt kaum eine Rolle. Skandale um Gammelfleisch, Pferdefleisch in der Lasagne, Billiglöhne und die Umweltschäden durch die Produktion nagen am Image des Fleisches. Doch obwohl das Gehirn zum Denken kein Fleisch mehr braucht, sinkt der weltweite Konsum kaum. Aber vielleicht kommt das Fleisch in Zukunft ja aus dem Labor.